Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Tipps und Tricks Video. Es geht um das Thema Firnis. Der Firnis schützt eure Bilder vor allen Dingen vor unwillkommenen äußeren Umwelteinflüssen, der UV-Einstrahlung, dem Vergilben und dem Verblassen der Farben, aber auch vor Verschmutzung, weswegen wir wirklich all unseren Künstlern raten, firnist eure Bilder. Gerade dann, wenn die Bilder an vielen verschiedenen Ausstellungsorten gezeigt werden, verschiedenen Temperatureinflüssen, Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind, ist das absolut sinnvoll für einen zusätzlichen Schutz. Neben einem hochwertigen Keilrahmen, einem teuren Leinwandgewebe kann der Firnis ein zusätzlicher Garant dafür sein, dass ihr wirklich maximal lange Spaß an eurem Bild, an eurem Gemälde habt. Der Firnis ist offen gestanden für viele ein Gräuel oder ein schwieriges Unterfangen, weil man könnte ja mit dem Auftrag das Bild auf eine negative Art und Weise verändern. Und gerade deshalb zeigen wir euch heute, wie das nicht passieren kann und wie ihr dann mit einem Firnis euer Bild optimal schützt und versiegelt. Viel Spaß! Vorab sollte man sich ja immer die Frage stellen, wenn man einen Firnis aufträgt, was will man eigentlich erreichen? Und deshalb gibt es Firnisse in verschiedenen Glanzgraden. Meistens sind sie dann entweder matt, seidenmatt oder glänzend. Es gibt aber auch Firnisse, die das Werk nachträglich vergilben, damit man so eine Art Antik-Look erzeugen kann. Es gibt verschiedene Arten von Firnissen, auf die ich jetzt ganz kurz mal eingehen möchte. Es gibt den Mastix-Firnis, das ist ein klassischer Firnis, der einen gelblichen Glanz erzeugt, das ist ein Naturharz. Es gibt den Dammer-Firnis, auch ein Naturharz, der so einen emailartigen Glanz am Ende erzeugen kann. Das ist so das, was die alten Meister häufig verwendet haben. Es gibt Firnisse auf Bienenwachsbasis zur Versiegelung und selbstverständlich eine wirklich große Vielzahl an Kunstharzfirnissen, mit denen wir auch später arbeiten werden. Für mich die wichtigste Frage ist, welcher Firnis ist für welche Farbe geeignet? Es gibt Firnisse für Ölfarben, Firnisse für Acrylfarben, Firnisse für Zeichnungen etc. etc. Also eine Vielzahl an Produkten auf dem Markt. Ich empfehle immer, ganz genau die Herstellerangaben zu beachten, weil im Datenblatt immer steht, für welche Verwendung der Firnis geeignet ist. Wenn wir jetzt zum Beispiel einen reinen Ölfirnis nehmen, kann es passieren, dass dieser, wenn wir ihn auf dem Acrylbild auftragen, die Farben wirklich ablöst, dann wäre das Werk einfach ruiniert. Es gibt definitiv, oder nicht nur definitiv, es gibt Firnisse auf dem Markt, die für alle Farben geeignet sind. Trotzdem würde ich immer, vor allem ich habe keine Erfahrung mit dem Produkt, ich habe das Produkt noch nie angewendet, ich weiß nicht, welche Wirkung es auch wirklich erzielen wird oder ob es die gewünschte Wirkung erzielt, macht euch irgendeinen Teststreifen. Kauft eine kleine Leinwand, nehmt die gleichen Farben, pinselt dort irgendwas drauf und tragt dann erst einmal den Firnis auf, damit ihr seht, passt das überhaupt. Weil es wäre wirklich fatal, wenn ihr euch wochenlang mit einem Werk auseinandergesetzt habt, einen Firnis auftragt und das Bild dann verloren wäre. Bevor wir jetzt frohen Mutes zu Werke schreiten, noch ein kleiner Hinweis, es gibt Trocknungszeiten. Bei Ölfarben liegen die Trocknungszeiten bei 8 bis 12 Monaten, bevor man Firnis auftragen kann. Bei Acrylfarben kann man den meistens sogar nach wenigen Tagen auftragen, aber bei ganz pastösem Farbauftrag kann die Trocknungszeit auch schon mal bis zu einer Woche lang andauern. Wir würden immer empfehlen, geht auf Nummer sicher, wenn ihr irgendwie den Eindruck habt, ihr könnt die Farben ja auch gegen das Licht halten, wenn irgendwo noch was schimmert, besser keinen Firnis auftragen, lieber noch etwas warten. Und dann können natürlich die Trocknungszeiten, das sind jetzt Herstellerangaben, grobe Richtwerte, die Trocknungszeiten können variieren, je nachdem, wo steht das Bild, wo wird es gelagert, wie dick ist der Farbauftrag.
So, zur Vorgehensweise ganz wichtig. Wenn ihr das Produkt nicht kennt, wie gesagt, keine Erfahrung habt mit der Firmis, macht euch irgendwo parallel nochmal einen Teststreifen, eine Testleinwand, tragt da das Produkt auf, wartet das Endergebnis ab, bevor ihr dann wirklich loslegt, das Ganze auf euer fertiges Werk aufzutragen. So, wir haben jetzt hier in unserem Fall das Bild Paola, da kommt einen Glanzfirnis drauf und das Bild Charlotte, da kommt dann später ein Mattfirnis drauf. Bevor wir loslegen, wie gesagt, zur Vorgehensweise, ihr könnt nochmal gucken, ist die Oberfläche noch straff? Wenn nein, könnt ihr die hinten nochmal mit den Keilen ein bisschen nachspannen, dann ist es auch später leichter, den Firnis aufzutragen. Wichtig, Bildoberfläche, bevor ihr loslegt, auch nochmal entstauben, am besten mit einem trockenen Firnispinsel, damit ihr den Schmutz dann nicht mit dem Firnis irgendwie noch in die Bildoberfläche einarbeitet. Und dann, wenn ihr das also wirklich habt, ihr habt nachgekeilt, die Bildoberfläche ist gespannt, entstaubt, alles ist soweit vorbereitet, ihr habt vielleicht auch einen Test gemacht, dann könnt ihr loslegen, den eigentlichen Prozess zur Vollendung zu bringen. Wir nehmen hier oder wir empfehlen hier einen möglichst weichen Firnispinsel. Mit einem harten Pinsel zieht man sich die Firnis eigentlich immer wieder raus und runter und die wird streifig. Deshalb kostet ein bisschen mehr, klar, aber greift ruhig zu einem etwas weicheren, teureren Firnispinsel und dann könnt ihr loslegen. So, wir zeigen euch jetzt gleich an zwei unserer Acrylgemälden, wie wir einen matten und einen glänzenden Firnis auftragen werden. Wir haben hierfür ein schönes Produkt aus der Schweiz gewählt. Das besteht aus Reinacrylat, ist also auf Kunstharzbasis. Der trocknet wasserfest auf, wird die Lichtechtheit der Farben erhöhen, ist ja weitestgehend geruchsneutral und UV-abweisend, also UV-absorbierend. Der ist geeignet so gut wie für alle Farben, also für Gouache, Aquarellfarben, Zeichnungen, Ölfarben, Acrylfarben. Ich hoffe, ich habe jetzt auch nichts vergessen. Bei Drucken, also bei Tinte, muss man ein bisschen aufpassen. Da sollte man vorher erstmal auch wieder einen Teststreifen machen und gucken, ob das funktioniert und miteinander harmoniert. So, und jetzt würde ich aber auch sagen, ran ans Werk. Laut Herstellerangaben wird unser Lack vor Gebrauch kräftig geschüttelt. Natürlich in beiden Fällen matt und glänzend. Und dann wird er noch mit Wasser angemischt. Also jetzt kommen vier Teile Lack zu einem Teil Wasser. In diesem Fall habe ich es schon präpariert, hier in das Wändchen. Das mischt ihr dann am besten, wenn ihr das Wasser reingegeben habt, nochmal gut mit dem Firnispinsel durch, dass sich das alles auch gut vermengt. Und dann könnt ihr endlich den Firnis auf die Bildoberfläche auftragen. Der Firnis wird jetzt in horizontalen und vertikalen Linien dünn aufgetragen. Hierfür verwenden wir einen ganz weichen Firnispinsel. Jetzt tragen wir den Mattlack auf. Auch wieder horizontal und vertikal.
jetzt schon am Ende unseres Videos angelangt. Das sind unsere Ergebnisse. Einmal, ich hoffe, man sieht das einigermaßen gut, den Glanzfirnis. Vielleicht erzeugt das so einen leichten Schimmer. Den matten Firnis. Ich halte es mal ein bisschen in die Kamera. Ich hoffe, ihr konntet es erkennen. Man kann natürlich auch einen zweiten Anstrich auftragen. Was ganz häufig falsch gemacht wird, deswegen erwähne ich das, ist, dass man viel zu dick und kräftig arbeitet und der Firnis dann an den unterschiedlichsten Stellen ungleichmäßig auftrocknet. Dann hat man wie so einen dicken, fast Plastikbelag an manchen Stellen, die so ein bisschen vertrocknen. Lieber dünn arbeiten, ja, dafür den Prozess aber wiederholen. Das habe ich jetzt hier bei den beiden Bildern auch so gemacht. Dann kann weniger schief gehen, als wenn ihr direkt mit einem kräftigen Pinselauftrag da wirklich versucht, so eine Millimeter dicke Schicht zu erzeugen. Das kann man auch machen, aber dann, wie gesagt, und bitte lieber in verschiedenen Etappen. Ja, ich hoffe, das Video hat euch wie immer gefallen. Wir würden uns natürlich sehr, sehr freuen, wenn ihr uns ein Like da lasst. Wir können uns natürlich auch sehr gerne abonnieren. Und ja, bis zum nächsten Mal.